Natürlich hätte ich gern weitergespielt, aber ich glaube, es tut jedem auch ein bisschen gut, wenn du weißt, okay, am Wochenende steht jetzt kein Pflichtspiel an, dass ein bisschen der Druck abfällt. Wir fahren auch mit einem gesunden Selbstvertrauen dahin. Aus den letzten Spielen, die wir sehr positiv gestaltet haben, aber auch aus der Länderspielpause, wo wir direkt nach dem Hannover-Spiel am nächsten Tag noch eine genaue Analyse gemacht haben, auch noch eine Trainingseinheit absolviert haben, die Woche drauf dann zwei Doppelschichten geschoben haben, ein Testspiel gegen Metz hatten, was für uns sehr aufschlussreich war, wo wir aber auch eine gute Leistung gezeigt haben und wo wir einige Erkenntnisse gewonnen haben. Ja, und auch in dieser Woche sehr konzentriert auf das Düsseldorf-Spiel hingearbeitet haben. Zwischendurch lag noch ein Laktattest mit drin. Und ich glaube, dass wir schon sehr intensiv, speziell in der ersten Woche, und sehr fleißig gearbeitet haben. Ja, ich glaube, der Trainer weiß schon am besten, wo er mich einzusetzen hat. Und ich glaube, bis jetzt hat es auch relativ gut funktioniert. Ich habe es mir natürlich auch so erhofft, dass, wenn ich hier hinkomme, dass ich auch spiele. Natürlich haben wir die letzten Spiele jetzt auch gut gewonnen immer. Und ich glaube, dass das auch ein gutes Gefühl für die ganze Mannschaft zusammen ist. Ich glaube, dass wir am Anfang der Saison jetzt sehr ordentlich gepunktet haben. Aber auch nicht alle Spiele in der Richtung mit Hurra-Fußball und überzeugend und mit klaren Ergebnissen für uns gestalten konnten, sondern wir mussten uns Woche für Woche diese Punkte hart erarbeiten. Und das erwarte ich auch in der Zukunft. Und jetzt sind namhafte Gegner vor der Brust. Düsseldorf, Hamburg, ja, zwei Mannschaften, bei denen ich mir durchaus vorstellen kann, dass sie in der nächsten Saison auch in der ersten Liga spielen. Und da werden wir uns gut drauf vorbereiten. Ich glaube, wir spielen mit wenig Risiko von hinten raus, aber natürlich haben wir Spielfreude. Wir arbeiten viel gegen den Ball. Ich glaube, die Chemie in der Mannschaft stimmt dann auch einfach. Und so ist es eigentlich auch am wichtigsten, mit der Mannschaft erfolgreich zu sein. Mich interessiert es nur die Partie in Düsseldorf. Und das wird nur auch mal wieder ein ganz dickes Brett für uns, was wir zu bohren haben, weil die Düsseldorfer in den letzten 5 Jahren, ich glaube, 2 Jahre noch in der ersten Bundesliga vertreten waren, 3 Jahre in der zweiten Liga auch immer ambitioniert waren und das Ziel hatten, oben mitzuspielen, vielleicht sogar aufzusteigen. Und da auch in dieser Saison wieder auf einem sehr guten Weg sind, einen sehr guten Saisonstart hingelegt, sind oben mit dabei und ich denke, sie werden alles dran setzen, am Samstagabend zur Primetime, danach, wenn das Spiel vorbei ist, vor uns zu stehen. Ja, ich glaube, dass wir einfach unser Spiel auf die Bühne bringen und genau das machen, was uns stark macht und dann versuchen, damit erfolgreich zu sein. Ich glaube, dass bei diesem Spiel auch wieder wir mit sehr stimmgewaltiger Unterstützung unserer Fans rechnen können und dass sehr viele Fans den Weg nach Düsseldorf antreten und die Mannschaft von der ersten bis zur letzten Minute pushen und auch zum Erfolg treiben wollen. Ja, dass es wieder weitergeht jetzt, ne, nach der Pause und ich habe gehört, dass es ausverkauft sein soll, dass da freie Tickets gab und ich glaube, das wird eine gute Atmosphäre und ein geiles Spiel.